glaubst du an die Kraft der Liebe, an die Möglichkeit, dein Leben in vollkommener Harmonie und Dankbarkeit zu leben? Dann bist du hier genau richtig. Heute tauchen wir in die spirituellen Lehren von Jesus ein und erforschen, wie du diese in deinem Alltag umsetzen kannst, um ein erfülltes Leben in Liebe zu leben. Also bleib dran, lass uns gemeinsam diesen Weg der Transformation und Erleuchtung beschreiten. Sich zu begrüßen ist doch etwas Wundervolles und deswegen sage ich Hallo, schön, dass du hier bist, schön, dass du dir dieses Video ansehen möchtest und mit mir gemeinsam die Essenzen der Lehren von Jesus Christus betrachten möchtest. Ja. Mein Name ist Marco Lorenz, ich bin Bewusstseinsforscher, Bewusstseinscoach und in diesem Video werden wir ganz, ganz tief in diese Thematik eintauchen. Ich werde dir die 20 essentiellen Lehren von Jesus vorstellen. Diese haben die Macht, dein eigenes Leben zu transformieren. Und ja, wenn du sie wirklich verstanden hast, und ich werde versuchen, sie wirklich sehr genau zu schildern, dann wirst du es in deinen Alltag anwenden können und dann vor allem wirst du dein Leben und deinen Bewusstseinszustand komplett transformieren. Denn unsere Realität basiert auf drei Fundamenten. Das erste sind deine Gedanken, danach erzeugen deine Gedanken deine Emotionen und schlussendlich deinen Bewusstseinszustand. Und dein Zustand davon hängt alles ab. Die ganze Realität, dein ganzes Leben basiert auf deinem Bewusstseinszustand. Sprich, wenn du irgendwann im Grab stehst oder kurz vor dem Tod bist, dann wirst du dir nur die Frage stellen, wie war dein Leben? In welchem Zustand hast du einen Großteil deines Lebens verbracht? Und deswegen mache ich auch diese Videos und beschäftige mich intensiv mit diesem Thema, um dir einfach zu helfen, ein viel glücklicheres Leben in Liebe zu führen. Und deswegen lass uns gleich in die erste Lehre von Jesus Christus eintauchen. Und diese lautet, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja. Diese Lehre betont die Wichtigkeit von Empathie, Mitgefühl und Altruismus. Und es ist sehr, sehr wichtig, Mitgefühl zu haben für andere Menschen. Und wenn jemand etwas tut, was dir nicht gefällt, wo du dich getriggert fühlst und so weiter, dann ist es immer wichtig zu erkennen und zu realisieren, dass diese Person, das ist auch der Grund, warum er gesagt hat, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das bedeutet lediglich, dass er verstanden hat, dass das Ego der Menschen und die Erziehung der Menschen, Muster und Programme, die das Verhalten der Menschen steuern, sozusagen übernommen hat wie ein Autopilot eines Flugzeuges und der Mensch gar nicht aus der Liebe heraus handelt, weil er aus seinem Ego-Verstand handelt. Ja. Und deswegen, das bedeutet Mitgefühl, dass wenn jemand etwas tut, was dir nicht gefällt, was dich triggert, geht es darum zu verstehen, okay, diejenige Person hat das gesagt oder das getan, weil er in seiner Kindheit etwas erlebt hat, was ihm selbst traumatisiert hat oder was dazu geführt hat, dass er eigene Muster, Weltbilder und so weiter bekommen hat und aus dieser Brille heraus seine Realität betrachtet. Ja. Und deswegen ist einfach wichtig, dich mit dem Thema Mitgefühl zu beschäftigen. Ja. Ich empfehle dir auch da ein Video, was ich produziert habe. Ich blende es dir hier oben ein. Und zwar geht es da darum, wie wir manipuliert werden, es gibt nämlich 12 Systeme, die unser Verhalten lenken, die sich auf Basis unserer Erziehung, Entwicklungstraumata und so weiter gebildet haben. Und in diesem Video schauen wir uns das dann genauer an. Ja. Kommen wir zur zweiten Lehre. Und zwar, die Lehre bedeutet, vergib anderen. Ja. Jesus lehrte, dass Vergebung ein wesentlicher Bestandteil von Heilung und persönlichem Wachstum ist. Denn wenn du von jemandem verletzt wurdest, ja, wie auch immer, ja, mental oder körperlich, dann bildet sich in dir eine Art Groll und dieser Groll erzeugt einen negativen Zustand. Ja, und der ist passiv so lange, bis du dieser Person vergeben hast. Nur die Vergebung heilt diese Bindungen. Und in meinem eigenen Buch, was ich gerade schreibe, und zwar Das große Mysterium, gibt es ein wundervolles Beispiel. Und zwar dort wird gezeigt, dass du in einen Raum hineinkommst und dann heißt es,
Überall, wo du hinschaust, zu jedem Element, zu jedem Bild, zu jedem Objekt, zu jeder Person, ziehst du wie Spider-Man einen Faden. Und das sind die Verbindungen, die du durch deine Vergangenheit ziehst zu anderen Menschen, zu Objekten, zu Orten und so weiter. Und diese Verbindungen sind das, was deine Identität bildet. Und wenn du Verbindungen zu etwas gezogen hast, was negativer Natur ist, wo du dich verletzt gefühlt hast, dann ist eine Verbindung da und diese Verbindung ist deine Brille, durch die du das Jetzt betrachtest. Und diese Brille kannst du auflösen, die zieht dich in einen negativen Zustand, indem du diesen Personen, die dir das angetan haben, einfach vergibst. Ja. Ich werde, wenn du möchtest, ein eigenes Video machen, wo ich diese Lehren noch viel detaillierter erkläre, aber fokussiert auf die Praxis, also wie du das in die Praxis viel konkreter anwenden kannst. Wenn ich das tun soll, dann schreib es mir jetzt bitte unten in den Kommentaren hinein, wenn genug Kommentare sind, dann produziere ich ein eigenes Video, wo ich dir noch viel mehr Praxistipps dazu gebe. Ja. Kommen wir zum dritten Punkt, und zwar lebe im gegenwärtigen Moment. Ja. Es ist zwar eine Lehre von Jesus Christus, wie auch von Eckhart Tolle, und diese Lehre erinnert uns immer daran, im Hier und Jetzt präsent zu sein. Ja? Und nicht in die Vergangenheit oder in die potenzielle Zukunft zu springen mit unserem Verstand und uns dort unser Leben zu verbringen. Denn wir sind wie in einem Auto. Die meisten Menschen fahren zwar auf der Straße, aber sie blicken konstant in den Rückspiegel und projizieren das, was vor Kilometern war, auf die Zukunft, auf die nächste Kurve, anstatt sich mit ihrem Bewusstsein vor das Auto zu bringen und wirklich das zu leben, was jetzt gerade im Moment passiert. Denn nur so kommst du in die wahre Wirklichkeit. Ja. Nächster Tipp ist, beziehungsweise nächste Lehre ist, urteile nicht über andere. Ja. Diese Lehre erinnert uns daran, dass wir alle menschlich sind, dass wir alle Fehler machen und dass es darum geht, einfach aus den Fehlern zu lernen. Und wenn Menschen Fehler gemacht haben, geht es nicht darum, sie zu verurteilen, wie wir es immer getan haben, sondern mit Mitgefühl, mit Verständnis die Person zu betrachten und zu wissen, dass sie aus diesen Situationen selber lernt und dass das geschehen ist, damit die Person etwas lernen kann und darf und anstatt eben zu verurteilen. Ja, ganz wichtig. Ja. Nächste, und zwar fünfte Lehre ist, sei demütig. Jesus lehrte uns, dass Demut ein Schlüssel zur spirituellen Entwicklung ist. Und wie auch in meinem eigenen gechannelten Buch, Das große Mysterium, heißt es auch, Demut ist das, was dein Herz öffnet, was dich verbindet mit der kosmischen Quelle. Und eines der wichtigsten Elemente, wichtigsten Bewusstseinszustände, beziehungsweise wichtigsten Seinsarten, wie wir sind, um unser Herz zu öffnen, um uns mit dem kosmischen Bewusstsein zu verbinden. Deswegen achte darauf, wie demütig du bist und ob du überhaupt ein demütiger Mensch bist. Und wenn nein, dann integriere es viel mehr in dein Leben. Und hier nochmal ein Appell, falls du sagst, ich soll da mehr Tipps dazu geben oder ein eigenes Video dazu produzieren, dann schreib es mir jetzt unten in den Kommentaren hinein. Und wenn dir das Video übrigens gefällt, wenn dir diese Art von Videos gefallen, die dein Bewusstsein erweitern, die dich mehr in die Liebe bringen, die dir helfen, dein Leben glücklicher zu leben, dann lass mir ein Like da, abonniere diesen Kanal und teile das Video an deine Freunde, um meine Arbeit damit zu unterstützen. Ja. Nächster Lehre ist, habe Vertrauen und Glauben. Ja. Dies bezieht sich auf eines der wichtigsten Elemente der Lehre von Jesus Christus, und zwar die des Vertrauens in das Göttliche und des Glaubens an eine eigene innere Weisheit. Und diese Weisheit ist da. Jeder Mensch ist mit dir verbunden. Die Frage ist, wie ist dein Filtersystem, wie ist dein Verstand drauf? Bist du eher im kritischen Denken, bist du eher im Pessimismus drin oder im Optimismus und im Vertrauen, im Urvertrauen? Und da ist eines der Lehren, der gesagt hat, eben die Wichtigkeit dieses Vertrauens in das Göttliche und in das Glauben, dass es eben eine innere Weisheit gibt. Die siebte Lehre ist, bete und meditiere. Er betonte immer wieder die Wichtigkeit von Gebet und Meditation als Mittel zur Verbindung mit Gott und dem eigenen inneren Selbst. Ja, also damit meint er dein höheres Selbst, dein höheres Gewahrsein. Denn wir Menschen sind wie eine Blume,
Die Blume war vorher nicht da, sie ist durch einen Samen entstanden und unser höheres Selbst, unser Gewahrsein, unsere wahre Identität hat diesen Samen gepflanzt und wir werden sozusagen dann im Körper geboren, im wahrsten Sinne des Wortes, durch diesen Samen und sind jetzt eine Individualität, eine Schneeflocke und laufen durch die Welt. Und deswegen ist der Zustand, wo du dich durch Gebete in einen anderen Bewusstseinszustand bringst, oder durch Meditation deinen Verstand runterfährst, diese Verbindung zu deinem wahren Selbst und zur wahren Wirklichkeit ein wundervoller Mittel. Ich sage mal so schön, das ist wie so eine Waschmaschine. Die Gedanken sind das, was die ganze Zeit die Wäsche wäscht und im Schleudergang ist. Und wenn wir meditieren, dann reduziert sich dieser Schleudergang und die Waschmaschine dreht sich langsamer. Und je langsamer sie sich dreht, desto mehr kommst du in den gegenwärtigen Moment hinein, in das Jetzt. Und dort erkennst du plötzlich, wer du wirklich bist. Nächste Lehre ist, liebe deine Feinde. Ja. Er betonte immer wieder diese radikale Lehre, die zu dieser Transformation von Hass und Feindseligkeit führt. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass vor allem die du nicht magst, in der Regel sind das Menschen, die eine Projektion deines inneren Selbstes sind. Denn sofern du von etwas sehr, sehr, wo du jemanden etwas sehr, sehr hast, dann hast du etwas in dir, wovon du noch etwas zu heilen hast. Ja? Dass, wenn du diesen Hass umwandelst in Mitgefühl und Verständnis, ja, dann wirst du diese Person, egal was sie getan hat oder gesagt hat, plötzlich durch die Brille des Mitgefühls sehen und deinen inneren Hass und Wut und Zorn transzendieren und dadurch kommst du in ein höheres Gewahrsein und einen höheren Bewusstseinszustand. Die nächste Lehre ist, sei ein Diener für andere. Ja. Ich hatte mal die große Ehre, Neil Donald Walsh, den Autor von Gespräche mit Gott, persönlich kennenzulernen und ich habe ihn gefragt, was ist seine Essenz aus den ganzen Gesprächen mit Gott und er sagte mir, die Essenz, die er mittlerweile für sich gewonnen hat, ist, es geht nicht um dich, es geht um die anderen. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, auch da hier diese Essenz zu sehen, denn sie lehrt uns, dass wir durch den Dienst an anderen selbst wachsen können und uns spirituell entwickeln können und unser Leben glücklicher gestalten können. Denn tatsächlich ist es so, es geht nicht um dich, um dein Ego, um deine eigene Individualität, sondern es geht um das große Ganze und dass du ein Teil dieses ganzen Ökosystems bist, dieses Zahnradsystems, welches das Leben am Leben erhält und dass es darum geht, dass du einen Teil, einen Posten übernimmst, der dem Ganzen dient. Und das kannst du nur tun, indem du dir die Frage stellst, was sind deine Qualitäten, wie kannst du dem Leben oder anderen beziehungsweise dem Leben dienen. Ja. Die nächste Lehre ist, sei dankbar. Er betonte immer wieder die Wichtigkeit von Dankbarkeit als Weg, um das Bewusstsein für die Segnungen in unserem Leben zu erhöhen. Ja. Ich kann dir nur einen Tipp geben, schreibe ein Dankbarkeitstagebuch, vor allem auch mit den Kleinigkeiten, für die du eigentlich im Alltag gar nicht dankbar bist, weil es für dich schon so selbstverständlich ist, wie zum Beispiel, dass du atmest, dass du eine Wohnung hast, dass du gesund bist, dass du dass alles in Ordnung ist, dass du einen Job hast, also für die ganz alltäglichen Dinge. Und das mache ich wirklich jeden Tag. Da gibt es viele Studien dazu, die gezeigt haben, dass Dankbarkeit den Glückszustand, den Bewusstseinszustand in eine höhere Schwingung bringt. Ja. Nächste Lehre ist, sorge dich nicht um materielle Dinge. Diese Lehre erinnert uns immer wieder daran, dass materielle Güter nicht das höchste Ziel im Leben sind. Denn tatsächlich ist es so, dass wenn du stirbst und du kommst ins Jenseits, dass dort diese höheren Wesen, die auf dich warten, die werden dein Leben nicht nach deinen materiellen Gütern ausrichten, sondern sie werden sich dein Leben durchleuchten auf Basis der Brille von was für einen Zustand hattest du, warst du ein demütiger Mensch, wie viel Mitgefühl hast du, wie hast du geholfen, wie hast du gedient. Das sind die einzigen Faktoren, die dort zählen. Das habe ich aus den Büchern von Dr. Michael Newton, wo es um die Reinkarnationsforschung geht, vor allem um das Thema Leben zwischen den Leben. Und dort war das die Erkenntnis und meine eigene Erkenntnis durch viele außerkörperliche Erfahrungen, die mich dorthin gebracht hat, hat mir genau dasselbe gezeigt. Und deswegen ist es einfach wichtig,
dass du darauf dein Leben ausrichtest und nicht auf materielle Güter. Ja? Jetzt nochmal die Frage, wenn du sagst, so Marco, das sind schon viele Lehren, wir sind schon bei der 11. und das ist schon sehr, sehr viel, aber da fehlt vielleicht ein bisschen der Praxisbezug, dann schreib mir jetzt bitte unten unter dem Video einen Kommentar, wenn genug Kommentare da sind, dann werde ich ein eigenes Video produzieren, wo ich explizit auf praxisbezogene Tipps gehe, wie du diese Sachen noch besser in die Praxis integrieren kannst. Schreib es mal so unten rein. Ja. Kommen wir nun zur 12. Lehre, und zwar suche das Reich Gottes. Ja. Dies bedeutet, sich auf spirituelles Wachstum und die Verbindung mit Gott, mit dem höheren Bewusstsein, mit dem Bewusstsein, welches das alles erschaffen hat, zu konzentrieren. Denn man kann sich das Ganze vorstellen wie eine riesengroße Suppe. Es gibt in dieser Suppe in der Mitte einen Kern, der leuchtet. Das ist sozusagen da, von wo alles ausgeht. Da ist die Schöpfung zu Hause, da bist du eigentlich zu Hause und alles andere, was sich dann daraus gebildet hat. Und wir sind irgendwo an einem Punkt auf dieser Landkarte. Und unser höchstes Ziel ist es immer, dass wir wieder zurück zu diesem Ursprung kommen, dass wir wieder in diese Einheit kommen, dass wir uns wieder erinnern, wer wir wirklich sind. Was schlussendlich auch das Ziel meines Buches ist, welches ich gerade schreibe. Das kommt übrigens Anfang 2024, hat mir der Verlag gesagt. Da kannst du dich auf jeden Fall schon sehr, sehr freuen. Es wird ein unglaubliches Werk mit sehr, sehr tiefgehenden Erkenntnissen meiner Erfahrungen und meiner Reisen, die ich gemacht habe. Kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar lebe in Frieden und Harmonie. Ja? Es gibt eine göttliche Harmonie, die dazu führt, dass du dich einfach passiv glücklich fühlst, dass du nicht gegen den Strom schwimmst, sondern mit dem Fluss des Lebens schwimmst. Und Jesus betont da immer wieder diese Wichtigkeit von Frieden im Inneren und Harmonie in unseren Beziehungen und mit der Welt zu bringen. Und das ist eines der Essenzen, die er sozusagen in seiner Lehre hatte. Und deswegen beschäftige dich mal mit der Lehre von Dr. David Hawkins, mit der Bewusstseinstabelle, wo Frieden unter der Erleuchtung ist. Das heißt, Liebe, Frieden, das sind Zustände, die führen dich wieder in dieses Gewahrsein des Einseins, in diesen Erleuchtungszustand. Und deswegen richte dein Leben auf diesen Frieden aus und auf Harmonie mit dir, mit anderen Menschen und so weiter. Und beschäftige dich vor allem, um auf diesen Weg passiv zu kommen, mit Schattenarbeit, mit deinen inneren Mustern, mit deinen inneren Traumata, mit deinen Prägungen deiner Kindheit und so weiter. Ja. Nächster Punkt ist, lebe nach der goldenen Regel. Und diese Regel besagt, behandle andere so, wie du behandelt werden möchtest. Ja. Aber aufpassen, diese Regel gilt nicht zwingend für alle, weil wenn du jemand bist, der sagt, ich hätte das so gern, ein anderer, für den stimmt das nicht. Ja. Was damit wirklich gemeint ist, dass du ein Mensch bist, der Mitgefühl hat, dass du ein Mensch bist, der Liebe nach außen bringt, dass du ein Mensch bist, der demütig ist und dass du andere so behandelst. Und dann wirst du sehen, wie die anderen dich plötzlich mit Mitgefühl, Liebe und Demut betrachten und behandeln. Ja. Nächster Punkt ist, sei Licht und Salz der Welt. Was bedeutet das? Ja? Sei also ein positives Beispiel, um eine Quelle der Güte und der Wahrheit in der Welt zu sein. Ja. Das ist eines der wichtigsten Sachen. Ja. Wenn du keine Quelle der Güte bist, dann wirst du dir sehr, sehr schwer tun mit dem Leben, mit anderen Menschen, mit Beziehungen. Und Beziehungen sind grundsätzlich das, was das Leben selbst definiert. Ja. Das nächste, was er gelehrt hat, ist, glaube an Wunder. Er lehrte uns, dass Wunder möglich sind, wenn wir Glauben haben. Und Glauben hängt sehr viel mit dem Konzept deines Vertrauens, mit dem Grad deines Vertrauens ab. Erhöhst du dein Vertrauen, so erhöhst du dein Glauben, so werden dann ab einem Punkt Wunder möglich. Er hat das wundervoll beschrieben, indem er gesagt hat, du stehst auf dem Boden und du hebst einen Schritt in die nächste Richtung und automatisch erzeugst du auf Basis deiner Vergangenheit eine Erwartungshaltung, und diese Erwartungshaltung manifestiert sich, wenn du deinen Fuß auf den Boden tust. Und dadurch sind Wunder nicht möglich, weil du von deiner Vergangenheit ausgehst. Das heißt, entkoppel dich von deiner Vergangenheit, komm in das Jetzt und glaube an Wunder. Und so wirst du merken, dass plötzlich der nächste Schritt dich auf ganz andere Zeitlinien führt. Und das ist damit gemeint, dass du durch dieses Entkoppeln deiner Vergangenheit andere Reaktionen gibst, anders denkst, dich für Sachen öffnest, wo du vorher nicht
so reagiert oder geantwortet hättest, und dadurch entstehen neue Zeitlinien, die dich auf ganz andere Realitäten und Zeitlinien bringen. Ja. Nächste Lehre ist, und für mich persönlich eines der wichtigsten Lehren von Jesus Christus ist, folge dem Weg der Liebe. Ja. Liebe ist das höchste Gebot und der Weg zur spirituellen Erfüllung und zum Ankommen wieder an die Quelle, zum Andocken an das wahre Bewusstsein, ja, zum Ziel der Evolution, würde ich sogar sagen, die schlussendlich selbst die Liebe ist. Ja. Und das ist eines der wichtigsten Lehren, und ich habe selber mit Liebe eine wundervolle App produziert, mit mittlerweile, ich glaube, 300 oder 400 Frequenzen, Meditationen, Hypnosen, und alle richten sich darauf aus, wieder in diese Liebe zu kommen, und diese kannst du einfach kostenlos testen, einfach auf brainwave3d.app, oder du suchst einfach im App Store nach brainwave3d und kannst sie einfach kostenlos testen, 7 Tage lang, und kannst darin stöbern. Da gibt es sehr viele Meditationen, Quantenmeditationen, die dir helfen, deinen Bewusstseinszustand in den Zustand der Liebe zu bringen. Ja. Das nächste ist, habe Mitgefühl. Ja. Er zeigt uns ein tiefes Mitgefühl für alle Menschen, besonders für die Schwachen und für die Unterdrückten. Ja. Und jetzt musst du dich selber fragen, wie stark ist die Skala deines eigenen Mitgefühls? Ja. Ist sie sehr, sehr stark? Wie bist du? Wie gehst du mit schwachen Menschen um? Wie gehst du mit behinderten Menschen um? Wie gehst du mit unterdrückten Menschen um, die Handicaps haben? Wie ist da deine Synchronizität? Wie ist da deine Einstellung dazu? Und das zeigt dir sehr viel, woran du noch arbeiten kannst. Ja. Kommen wir zur 19. Lehre. Und zwar Hoffnung und Ausdauer. Er lehrte uns, niemals die Hoffnung zu verlieren und in schwierigen Zeiten ausdauernd zu sein. Ja, und Ausdauer ist für viele Menschen schwer, weil sie 3 Sachen nicht verstanden haben. Und zwar Körper, Geist und Seele. Die Essenz von Trinity. Sie ernähren sich nicht so, dass der Körper Energie bekommt. Sie füttern ihren Geist nicht mit Wissen, was sie in die Liebe bringt, in die Einheit zurück. Ja. Und sie tun Dinge nicht, die Seele möchte, und zwar Meditation, Gebete und so weiter. Damit man diese Dreieinigkeit verbindet, geht es darum, um alle 3 Sachen miteinander zu verbinden. Ja. Und schlussendlich landen wir bei der 20. Lehre von Jesus Christus, und zwar Liebe Gott. Ja, die bedingungslose und absolute Liebe zu Gott steht im Zentrum der Lehren Jesu Christi. Ja. Und das ist sozusagen die Essenz und die Kernlehre von ihm. Und jetzt musst du dir selber die Frage stellen, glaubst du an einen Gott? Wenn ja oder wenn nein, warum nicht? Ja. Und es gibt mittlerweile schon sehr viel Forschung dazu, auch aus der Physik. Und die Physik hat mittlerweile gezeigt, dass es sogar notwendig ist, dass es einen Gott geben muss, damit diese Realität überhaupt existiert. Ja, und bevor wir zum Ende kommen, beziehungsweise zum Ende dieser Lehre und zum Anfang 3 kurzen Praxistipps, möchte ich dich darum bitten, mir ein kleines Kommentar zu schreiben, und zwar von diesen 20 Lehren, welche ist die Lehre, wo du sagst, das ist für dich das Wichtigste. Das wäre für mich sehr, sehr wichtig, da eine kleine Statistik zu haben und unter dem Video zu sehen, wie oft kommt was vor, damit ich in diese Richtung noch mehr Videos produziere und dir noch mehr Tipps geben kann. Das wäre sehr, sehr toll, wenn du das machst. Ja. Und vergiss nicht, dieses Video noch zu liken, und falls du noch kein Abonnent bist, den Kanal zu abonnieren und auf die Glocke zu drücken, damit du bei weiteren Videos natürlich informiert wirst. Ja. Ja, jetzt wo wir diese 20 Lehren durch haben, lass uns tiefer tauchen, wie wir das Ganze in die Praxis bringen können. Und zwar gibt es 3 Haupttechniken, die ich dir mitgeben möchte, die du einfach jetzt da mitnehmen kannst in deinem Leben. Ja. Und zwar die erste Lehre ist Meditation. Das kann dir dabei helfen, deine Gedanken zu beruhigen, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren, Stress zu reduzieren, deinen Bewusstseinszustand zu erhöhen. Und versuche jeden Tag ein bisschen, wenn es nur ein paar Minuten sind, in Stille zu verbringen und über bestimmte Lehren aus diesem Video nachzudenken. Die 2. Technik, die ich dir mitgeben möchte, sind Gebete. Ja. Auch wenn du nicht religiös bist, und es bedarf auch gar nicht, dass du religiös bist,
kann Gebet eine sehr kraftvolle Meditation sein, um dich auf diese Lehren, dich in diesen Zustand zu bringen. Du könntest zum Beispiel jeden Morgen ein Gebet sprechen, indem du darum bittest, dich dabei zu helfen, bestimmte Lehren in dein Leben zu integrieren. Was dir auch noch sehr, sehr gut helfen kann, ist in meiner App gibt es eine Meditation, das ist die Morning Meditation oder die Night Meditation oder die Quantum Gratitude Meditation, dauert 12 Minuten oder 10 Minuten. Das sind Meditationen, die eben sehr viel damit zu tun haben, dich in diesen Zustand zu bringen. Die dauern nicht lange und du kannst sie wundervoll in dein Leben integrieren. Dann die praktische Anwendung ist, dass du wirklich versuchst, jede Lehre, vielleicht dir das Video nochmal ansiehst und dir diese Sachen, diese einzelnen Lehren rausschreibst und dir Gedanken machst, wie kannst du das noch mehr in dein Bewusstsein, in dein Leben integrieren. Ja? Vor allem in konkreten Situationen anwenden. Ja? Wenn du zum Beispiel Nächstenliebe denkst, könntest du einen Akt der Freundlichkeit gegenüber, wie kannst du einen Akt der Freundlichkeit Fremden gegenüber vollbringen? Ja? Das ist wichtig zu verstehen. Ja? Ja, und nun sind wir am Ende dieser spirituellen Reise angelangt, wo es um die Lehren von Jesus Christus geht. Ich hoffe, das Video hat dich inspiriert, konnte dir viele Tipps geben und dir vielleicht neue Wege zeigen, wie du dein eigenes Leben mehr in Liebe und Harmonie verbringen kannst. Und wenn du solche Inhalte nicht verpassen willst, dann abonniere diesen Kanal, like dieses Video. Und wenn du das Gefühl hast, dieses Video könnte anderen Menschen helfen, sie noch mehr in einen Bewusstseinszustand zu bringen, der Freude, der Liebe, der Dankbarkeit, des Mitgefühls, dann teile das Video an deine Freunde. Damit würdest du meine Arbeit sehr unterstützen. Und hey, wer möchte nicht mehr Liebe in sein Leben haben? Ja? Und ich freue mich sehr auf unser nächstes Abenteuer. Schreib mir unten in den Kommentaren hinein, ob ich einen Praxisteil zu diesem Video machen soll. Wenn ja, dann, wenn genug Kommentare sind, dann werde ich dein eigenes Video produzieren. Und ich wünsche dir bis dahin alles Gute und lebe in Liebe.